Jetzt haben wir Mitternacht. Für eine Geschichte bleibt uns gerade noch Zeit. Was ich euch jetzt erzähle, ist vor 20 Jahren hier in Biber tatsächlich passiert. Hört mir also gut zu und sperrt eure Ohren auf. Eines Morgens stand plötzlich eine Leiter angelehnt am Jakobusbaum. Wer mag sie wohl dahingestellt haben? Aber niemand wusste es. Wollte jemand unseren Jakob stehlen? Konnte unser Jakob sich wirklich in eine menschliche Gestalt verwandeln, um in der Dunkelheit einen Streifzug durch Biber zu unternehmen? Wo mag unser Jakob wohl gewesen sein? Und wann ist er wieder zurückgekehrt? Hatte er nur vergessen, die Leiter verschwinden zu lassen, als er wieder auf seinem Sockel stand? Alles Fragen, auf die niemand eine Antwort wusste. Seit diesem mysteriösen Geschehen glauben einige Leute, den Jakob nachts in Biber immer wieder gesehen zu haben. An diesem Abend fährt Helmut Biber von seiner Arbeitsstelle nach Hause. Er ahnt nicht, welchem Abenteuer er entgegensteuert. City Radio. Es ist 0 Uhr, 5 Minuten Mitternacht, das neue City Radio hier auf der 88.4. Jetzt mit Musik aus Trier, Duschradio mit ihrem Song Im Regen.
Guck mal, Linda, der Tier, was ist das da für ein Mann? Den Ose, guck mal. Den Ose ist dort. Das hat ja auch komisch gut, glaube ich. Das ist eine Bettler. Da sieht man heute, wo sie hier ist. Den hat ja gar keine richtigen Schuhe. Hat ja keinen Strang. Ja, okay, dann muss man sich morgen mal erkunden. Da ist doch etwas nicht im Klaren. Ne? Wie könnte denn da fahren? Ja, da könnte man einen Ort verstehen, die Kirche Gärten. Ja, da muss man. Da muss man die Kirche Gärten. Sag mal, Jesus, ich stehe ja ein, ja aus über dem Jakobusbrunnen. Ich bin schon nicht mehr so groß, wie ich war, als man mich 1949 dort montiert hat. Meine steinernen Knochen haben sich ziemlich gesetzt. Ja, ich weiß, ich darf mir, wenn ich will, jede Nacht für 3 Stunden die Füße vertreten. Aber für mich ist das kein Zustand. Lieber Jakob, ich hänge jeden Tag 24 Stunden an diesem Kreuz. Und das schon seit 1912. Was soll ich denn sagen? Du kannst dich den ganzen Tag von einem Bein auf das andere stellen. Merken tut das keiner. Ich bin überzeugt davon, wenn du dich mal für ein Stündchen setzen würdest, keinem würde das auffallen. Wer schaut denn schon zu dir hinauf? Du hängst jeden Tag 24 Stunden da oben. Du hast dir das ja auch selbst ausgesucht. Ich hoffe nur, dass die Leute das noch wissen, warum du dich hast dahin hängen lassen. Und übrigens, bei dem gewaltigen Andrang von Biberer, die dich hier besuchen, wirst du sicher mehr Zeit haben, als ich, da mal ein paar Stunden runterzukommen. Wenn du jeden Tag 12 Stunden hier unten in der Bank sitzt, merkt das doch kein Mensch. Lieber Jakob, sei mal nicht so pessimistisch. Ich weiß auch, dass ich mir etwas Neues einfallen lassen muss. Irgendwie sind meine Events nicht mehr zeitgemäß. Der Heilige Geist ist auch nicht mehr der Jüngste. Früher hat er mir super Ideen gesteckt.
wenn ich an die Hochzeit von Kanaan denke. Leckfett, hab ich die Gesellen damals abgefüllt. Oh Mann, Jeb vom Bur, den alte Schammers muss ich mir jeden Tag anhören. Aber von wo soll denn unser Jesus auch neue Ideen herbekommen? Die Leute, die uns hier noch besuchen, sind nicht mehr die Jüngsten. Und außerdem sind diese ja auch immer noch mit unserem Programm zufrieden. Sonst kämen sie ja erst gar nicht mehr. Aber blöderweise ist das nur noch eine Handvoll. Übrigens, ich stehe auch schon seit 1912 auf diesem Sockel und habe vorher schon 180 Jahre lang in der Gegend herumgestanden. Auch ich würde mir mal wieder gerne ein wenig die Beine vertreten. O Jakobus, der Älteste von Biber, dich gibt es ja auch noch. Was hält dich denn davon ab, dir die Beine zu vertreten? Wir könnten doch mal morgen Nacht um 12 Uhr zusammen durch die Straßen ziehen. Meinst du? Aber hier ist doch ständig die Tür verriegelt. Während der Messe traue ich mich nicht herunter. Und nach der Messe, ich habe mich noch nicht auf meiner Säule gedreht, bums, fällt das Portal zu. Ratsch, haut's den Riegel ins Schloss. Hier kommen eher Tauben von draußen rein, als wie der Heilige Geist als Taube raus. Und ich, alter Fußgänger, schon gar nicht. Keine Chance. Ich hatte ganz vergessen, dass du nicht durch Türen und Wände gehen kannst. Ich kann das ja schon, solange ich denken kann. Hatte damals dem Petrus vom Trierer Dom einen Gefallen getan. Und dafür hat er mir... Jetzt macht mal keinen Aufstand, ihr Lieben. Solange wir hier nicht verkauft werden, wie die auf der Quint oder wie in Erang, wo man ja Angst haben muss, dass einem das Dach auf den Kopf fällt. Solange geht es uns doch gut, oder? Und ob einer durch die Wand gehen kann oder nicht, das ist auch nicht wirklich wichtig. Aber nun zu dir, mein lieber Jakob vom Jakobsbrunnen. Was hast du auf dem Herzen? Lieber Jesus, ich wollte dich um ein paar Tage Urlaub bitten. Schau mal, ich kann mir ja in der Nacht für ein paar Stunden die Füße vertreten und Biber anschauen. Aber dann ist es dunkel, es sind kaum Leute auf der Straße und ich muss ständig die Kirchturmuhr im Auge behalten, weil um 3 Uhr muss ich wieder auf meinem Posten sein. Ein paar Tage Urlaub? Wie stellst du dir das vor, Jakob? Es wird auffallen, dass du nicht auf deinem Posten bist. Man wird dich suchen. Man wird in der Zeitung davon schreiben. Du erinnerst dich doch sicher noch an die Sache von vor 20 Jahren. Da hatte der Biber Klaus lediglich die Leiter vergessen wegzunehmen. Und schon sind die Wellen bis zum Denkmalamt geschlagen. Ja, mein Gott, damals hatte die Christine Küppers mit ihrem Zeitungsartikel ein paar Leute wach gemacht. Als die Handwerker vom Denkmalpflegeamt nach mir schauten, war ich doch schon wieder bombenzementmäßig auf meinem Sockel gestanden. Lieber Jesus, bitte ein paar Tage frei. Bitte, bitte. In 5 Tagen ist Biberer Kirmes. Patronatsfest, dir zu Ehren. Einen Tag vorher bist du wieder auf deinem Platz. Und wag dich ja nicht in den nächsten 100 Jahren wieder runter. Auch nicht in der Nacht. Es sei denn, die Feuerwehr Biber fegt dich doch nochmal vorher mit dem Maibaum oder dem Tannenbaum von deinem Sockel. Das versuche ich aber zu verhindern. Also, der Urlaub sei dir gewährt. In die tiefste
den Felsengründe lockte mich ein Irrlicht hin. Wie ich einen Ausgang finde, liegt nicht ferne in dem Sinn. Liegt nicht schwer mir in dem Sinn. Hallo, alter Weggenosse, ich muss dich mal besuchen. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen und ich kann jetzt sogar am Tag kommen. Das gibt's doch nicht. Vor 20 Jahren stand die Leiter da, jetzt ist der Jakobus weg. Der Jakobus ist weg, tatsächlich. Der ist weg, guck mal. Guck mal, der ist weg. Ist nicht mehr da. Ja, sowas.
Was machst du dabei? Oh, ich rufe den Kirschgärtner an. Der muss ja wissen, was Sache ist. Kann ich dir seine Nummer? Jetzt geht der nicht am Telefon. Jetzt ist der nicht daheim. Er ist bestimmt im Garten. Ich rufe den Jürgen an. Der ist vom Heimatpflegeverein. Der hat auch Ahnung. Der muss doch wissen. Kann ich dem seine Nummer? Ah, heißt denn Helmut Biber? Guten Morgen. Hör mal, ich stehe am Jakobsbrunnen. Da haben sie der Jakob ist weg. Da haben sie Jakob ist nicht da. Ja, der steht nämlich oben auf seinem Sockel drauf. Ich wollte schon den Kirschgärtner anrufen, aber der ist nicht daheim, der geht nicht am Telefon. Der ist bestimmt in seinem Garten. Ja, mach das. Ich warte mal. Alles klar. Tschö, Jürgen. Tschö. Ja, Gärtner, das ist ja wirklich ein Hammer, ne? Also, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, mit Helmut selbst. Wir sind weg. Nur gespannt. Ein paar Tage haben wir Kürbis. Oder der Jakobus. Das wäre ein Hammer. Jakobusbrunnen ohne Jakobus. Der Pastor wohl dazu sagen. Tja. Wir können denn keine Religienprozession machen und ist keine Figur da. Ja, tatsächlich. Ich gehe vor, dass das tatsächlich schmeckt. Machen wir denn da. Komm, geh mal gucken. Und? Was habe ich gesagt? Ja. Jakobus ist weg. Ich verstehe das gar nicht. Was machen wir dabei? Jo, denke ich mir in der Stadt an. Denk mal, wie ich glaube. Hast du ein Telefon? Ich habe zwar ein Handy dabei, aber also, ich versuche dabei eine Gerätschaft. Jo, die macht doch mal. Null. Mach doch mal. Muss da irgendein Bescheid wissen, oder? Sind da die denn nochmal renovieren und haben die weggeholt, ohne Bescheid zu sagen? Hallo, Herr Schmitz, hier ist der Ortsvorsteher Biber. Gerd Kirsch ist mein Name. Uns fehlt der heilige St. Jakobus auf dem Sockel des Brunnens. Wissen Sie etwa, was mit ihm passiert ist? Nein? Irgendjemand muss das wissen. Dann ist er aber geklaut. Er klaut den heiligen Jakobus. Er macht das so. Ja, da muss ich die Polizei anrufen. Genau. Danke. Tschüss. Komm mal rein. Ja. Am besten versuche ich mal, Ort mal zu erreichen. Wer ist denn beim Präsidium? Ja, genau. Vielleicht schütt der mal rum und dann kann jemand vorbeischicken. Ja. Ja, muss ja was passieren. Da kann ja nicht sein. Mach mal Kirmes. Ne? Ja. 5 Tage mal Kirmes und dann ohne Jakobus, dann geht es dann. Tunnelanschlüsse in Trier. Zuständigkeit Ehrenfalls mit Biberkartner aus dem Apparat. Was kann ich für Sie tun? Kirsch, Ortsvorsteher von Biber. Hallo, können Sie mal bitte den... Ja, selbst ein Apparat, Gerd. Ja, die Verbindung ist nicht so gut. Hallo, Ottmar, sag mal, hast du schon gehört, unser Jakobus ist weg? Hast schlecht geträumt, oder was? Ja, der Jakobus vom Brunnen. Unsere Jakob da vom Sockel am Brunnen? Nee, der Jakobus vom Brunnen ist tatsächlich weg. Ich sitze hier auf der Bank. Und neben mir sitzt der Jürgen Weiland vom Heimatpflegeverein, der Helmut Biber von der Berufsfeuerwehr. Die wissen nur nicht, wo der Jakobus-Sockel ist. Ja, der Sockel ist leer. Ja, habt ihr da mal beim Denkmalamt angerufen? Ist er vielleicht zur Restauration runtergekommen? Geht doch nicht. Ja, da habe ich schon angerufen, aber die wissen nur nichts. Fest kommt mal her. Ja, ich hab verstanden. Aber, ja, wer kann mit so einem Ding was anfangen? Man sieht keine Beschädigung am Sockel. Und das Ding ist ja ziemlich schwer. Keine Spur. Ja, pass auf. Ich schick dir mal meinen besten Mann. Also, der Junge ist gut, der kennt sich auch in Biber aus. Der ist wirklich, der kann sich ja drauf ansetzen. Ja, ist gut, dass jemand mal hier vorbeikommt. Ich schicke dir den Nils. Ich weiß nicht, ob du den kennst, aber das ist ein ganz guter. Ich schicke dir den rüber, ne? Wir warten dann hier. So. Alles klar, Gerd. Jo. Tschüss. Veronika? Ja? Ja, bitte. Veronika, du, ich hatte gerade einen Anruf vom Gerd Kirsch. Der erzählt mir, der Jakob ist vom Brunnen weg. Jetzt fällt mir aber ein, da war doch schon mal was. Das ist bestimmt schon 20 Jahre her. Ich war noch nicht zuständig hier, aber
Ja, ja. Da war mal was. Ich glaube, da gibt es sogar eine Akte dazu. Oh. Ich glaube, da haben wir irgendwas. Könntest du mal gucken? Sicher. Ah, danke. Bitte. Ja, Kopf weg. Da muss der Nils her. Ja? Ah, Nils. Ja, komm rein. Du, pass auf. Ja. Der Ortsvorsteher von Biber hier, Gerd Kirsch, kennst du ja. Ja, ja, ja. Der hat mich jetzt da angerufen, hat mir was erzählt. Ja. Der Jakob soll vom Sockel am Brunnen verschwunden sein. Aha. Ja, ich habe ähnlich reagiert, aber da müssen wir hin. Da müssen wir einfach mal gucken, ob dem so ist. Ja, da gucke ich heute Abend nach Feierabend oder was geht. Nein, da können wir nicht nach Feierabend. Wir haben Kirmes am Wochenende. Okay. Und das ist nicht mehr lang bis dahin. Ja. Und die Besonderheit ist ganz einfach die. Vor 20 Jahren war schon mal so ein Ding da und ich will mich da nicht irgendwie auf den Arm nehmen lassen. Ja. Also, du kennst dich aus. Ja. Fahr mal ein bisschen nur gucken. Ja. Aber wenn was ist, sagst du mal sofort Bescheid. Dann lasse ich von hier aus alles anlaufen, KTU, Schutzpolizei, da müssen wir suchen. Du kennst dich aus, du weißt, was verlangt ist. Ich kümmere mich. Kannst du vielleicht hier einen Ordner mal mitholen, das ist die alte Sache. Okay. Ob da Parallelen zu bestehen, weiß ich noch nicht, aber wir müssen da. Ich mache das von hier aus und du fährst mal vor Ort. Kümmere ich mich drum. Alles klar, du weißt Bescheid. Alles klar. Ja. Gut. Und vielleicht nimmst du die Miriam mit, die wäre vielleicht auch froh, wenn sie mal bei so einer Sache außen dabei sein könnte, sitzt ja sonst immer nur im Büro. Geil, rum. Das ist kein Thema. Ja. Die packe ich ein und dann geht's los. Alles klar. Ja, ich kümmere mich auch mal. Alles klar. Halt im Laufen, gell? Ja, tschüss. Tschüss. Wir fahren jetzt nach Biber runter, der Jakob ist weg. Was für ein Jakob? Ja, pass auf, der Jakob ist so der Schutzpatron von Biber. Müsst ihr wissen. Ja, stimmt. So. Und der ist jetzt leider nicht mehr auf seinem Sockel. Und dein Schwiegervater, der ist ja bei solchen Sachen immer ein bisschen empfindlicher. Zu Recht, weil die haben ja vor 20 Jahren schon mal dieses Riesen-Fauxpas gehabt. Und jetzt müssen wir uns darum kümmern, dass, dass der Jakob wieder auf seinen Sockel kommt. Ja, hat er recht gehabt. Ist echt weg. Ist ja wirklich weg. Mein lieber Scholli, ey. Ja, Gerd. Ja, Nils hier. Inspektor. Ja. Ja, ich stehe jetzt am Jakobsbrunnen. Wo seid ihr hier? Beim Kramis. Jo, jo, klar. Klar. Ich denke, ihr wolltet hier warten. Bist du jetzt schon wieder beim Kramis am Zischen oder was? Ja, da kommt mal rüber. Ja, dann müssen wir jetzt mal hier gucken, wie wir weitermachen. Ja, bis gleich. Tschö. Tag. Hi. Hallo, Gerd. Grüß dich. Ja, hallo, Lehrer. Bis jetzt. Hallo. Gut, alles klar. Hallo. Ottmar hat mich angerufen. Ich soll mich drum kümmern. Was ist hier los? Hallo. Ja. Erzähl mal, Gerd. Ja. Also, stehen wir schon wie lange? Jetzt ist weg. Jetzt stehen wir schon so lange da. Seit heute Morgen kommen wir vorbei. Ja, komm. Wo sind denn Jürgen und Helmut? Nö, die mussten kurzfristig weg. Da haben die Karte hier getroffen. Also, ich habe da eigentlich nicht mit gerechnet, dass er weg ist, ne? Ja. Muss ich ehrlich sagen. Also, als er auch mal mich angerufen hat, ich habe gedacht, wäre ein Spaß. Ne? Aber ja, gut. Das ist kein Spaß. Ja, das ist kein Spaß. Also. Der Ottmar hat gesagt, wir müssen einen großen Aufmarsch machen jetzt. Ich würde sagen, du kannst am besten. Heiko ab von. Genau, von der Feuerwehr. Ab. Genau, richtig. Denn wir haben bald Kürbis und da brauchen wir Kürbis. Nee, das machen wir. Das müssen wir ganz entspannt mal in kann Ruhe. Ja sein, dass einfach so verspielt. Müssen wir bedacht rangehen. Ich ruf den jetzt mal an, den Heiko. Ruf du den Heiko nochmal an, Rat. Und ich kümmere mich drum, guck mal, dass wir mit der Wasserschutzpolizei reden, dass wir aufs Wasser gehen und dann nochmal gucken, dass wir komplett ganze Gebiet absuchen. Und so muss er ja geblieben sein. Der muss ja irgendwo sein. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Kann ich meine, einfach so verschwinden. Nee, das kann nicht sein. Also wie gesagt, wir kümmern uns drum, dass das sauber läuft und wir melden uns auf jeden Fall, sobald es geht, und liefern euch dann Ergebnisse und sagen euch Bescheid. Kann sein, dass ich nochmal auf euch zukommen muss für ein paar Fragen oder was, wenn ich jetzt die Sachen angehe, die Arbeit starte, dass ich da eventuell nochmal auf euch zukommen muss. Okay, dann weiter. Also, ich kann noch laufen, ne? Alles klar. Macht gut, ne? Tschüss. Alles klar. Tschö. Tschö. Ja.
Ja, hallo. Oh, ja. Hallo. Tag, Chef. Ich habe Licht gesehen. Also, ich guck mal noch rein. Ja. Wir sind hier schwer am Schaffen, ne? Ja. Ich sehe es. Ja. Frage im Fall Jakob. Gibt es da was Neues? Ja, wir sind dran. Ne? Ihr seid dran. Hast du mal an die WAPO gedacht? Ich schreibe, notiere das morgen mal früh direkt einen Termin, gell? Jo. Ah, ja, das war's. Ich bin wieder weg. Alles klar. Jo, tschüss. Komm mal, tschö. Spinnen sind ja auch nicht auf der Seite. Wo die Leiter stand. Die man an der Säule feststellen kann, das gibt's nicht. Marita, machst du mir ein Bier, bitte? Marita, kannst du mir mal gerade die Zeitung geben? Von heute? Von Volksfront. Ja, von Volksfront. Der Lokalteil reicht mir. Ja. Ja, ja. Bitte schön. Danke dir. Ich stehe dann schon in der Presse. Küppers. Ah, die Christine war das. Jakobsbrunnen ohne Jakob. Wie war Schutzpatron verschwunden? Ja, das weiß ich auch. Die Damen um auffordern müssen. Jetzt sind wir da die Kürbis. Ja, hallo die Damen. Oh, hallo. Hallo, Nils. Hallo, guck mal. Wisst ihr hier was drüber? Ja, wir haben gerade gesprochen. Hey, ich habe es gehört von der Theke. Deswegen. Ja. Also, ich weiß von gar nichts. Ich habe überhaupt irgendwo was gehört. Ich war aber auch den ganzen Tag nicht hier im Biber. Also, ja. Ich weiß wirklich nicht.
Und du? Ich bin auch ganz überrascht. Ich bin eben noch vorbei, hab gar nichts gesehen. Mir ist nichts aufgefallen. Aber den Zeitungsartikel hat er gelesen. Den habe ich gelesen, ja, aber war vergessen hinzugucken. Ich kann mir auch keine Erklärung. Ich habe keine Erklärung. Tut mir leid. Ja, der Ottmar, wie gesagt, der Ottmar hat mich halt darauf angesetzt, hat gesagt, komm, löse den Fall, Nils. Du kennst dich gut aus in Biber und ich muss halt den Fall lösen. Für mich ist das eine ernste Sache. Und ich will halt gucken, dass ich da irgendwie, deswegen dachte ich jetzt vielleicht ein bisschen, weil eine Ahnung oder eine Mutmaßung wäre das gewesen. Wir hatten so ein paar Ideen, wo der eventuell sein könnte, aber das sind ja immer nur so ganz Verdächtigungen. Ja, dann mal her damit. Ja, dann mal her damit. Verdächtigung ist auch nicht schlecht. Ja, die mach ich auch nicht. Also. Ich weiß, wenn dein Nachbar sich freispielen will, oder? Die Pfalze, da weiß man ja nie, was die so vorhaben. Ja, ne? Da müssen wir aber aufpassen. Da haben wir aber ne, ist bei ein Biberer Kürbis und vielleicht wollen uns da ein Streich spielen. Haben wir schon mal den Kürbis abgeschnitten. Ja. Ne? Also ich meine, das ist immer so, weil die sich gegenseitig für Streiche mal spielen. Das kann ja sein, dass sie dafür den Jakobus mal weggenommen haben. Ja, aber ich glaube, sowas macht man einfach so aus Spaß. Ja, sind ja nur Mutmaßungen. Also der Weinbrot, den kann ich noch klauen, aber beim heiligen Jakobus, da würde ich mir schon ein bisschen Gedanken machen. Das gehört ja schon ein bisschen was dazu, so eine Figur da oben abzumachen. Wollte ich gerade sagen, ja. Ist mir in 5 Minuten passiert. Definitiv nicht. Also schwer wie ein Sau, das Teil. Ja, ja, kann ich sagen. Also eine allein kann ich gar nicht machen. Ja, nee. Da sind wir ja uns dann einig. Ne? Ja. Weil Jan ist wirklich sehr schwer, ist ja auch noch mal klein. Ja, ja, klar. Ich habe mich selber auf den Weg gemacht und habe es aber ihr wisst, also ihr habt nichts gesehen oder mitbekommen oder? Nichts gehört, leider nicht. Ich würde gerne weiterhelfen, aber jeder meint was anderes. Jeder hat irgendeine Idee, wo er sein könnte, was passiert könnte und aber genau wissen. Also wenn ihr, wollte ich sagen, wenn ihr was wisst, ihr wisst ja, ne, 110. Ja. Nee, wenn was ist, dann ruft mich an, dann wäre echt ganz gut, weil ich will den Fall lösen, ansonsten... Vor allem vor der Kürbis, vor allem. Ja, der muss zu Kürbis, muss der wieder auf seinem Sockel stehen. Und ich habe ja viel Zeit bis dahin, also... Wir sind da hin, ne? Ja, ja. Ich gebe mir Mühe. Ja, okay. Aber okay. Okay. Hi, tschüss. Frau ja. Nils macht das. Zeitung gelesen, der Jakobus vom Brunnen ist verschwunden. Wie ist Ihre Reaktion? Ich konnte es eigentlich gar nicht glauben, als ich das gehört habe. Der Gedanke war, ob er eventuell gestohlen worden ist. Kann ich mir nicht vorstellen. Und wenn es so sein sollte, dann haben wir ja hier am Ort Kommissar, Polizei, der Sache nachgehen wird. Dann habe ich gehört, er sei in Trier gesichtet worden, da gibt es ja den Petrusbrunnen, es gibt einen Dom, der ja auch St. Peter ist. Da solche Gerüchte sind mir zu Ohren gekommen. Also das Allerbeste, das wäre meine Beruhigung dann, wäre, wenn die Figur des Jakob wieder da oben stehen würde auf dem Brunnen und wir die Prozession so halten könnten wie all die Jahre. Das wäre die gute Nachricht. Plan B für den Fall, dass er nicht da steht. Tja, dann hätten wir ein Problem. Das weiß ich auch noch nicht, was wir dann machen. Ach, guten Tag. Wo passt du da her? Ich bin der Jakob vom Brunnen. Ja, ich habe Urlaub gekriegt und ich darf mich jetzt bis zur Kirmes etwas verspielen. Alter, schenk dich aber wieder wieder. Hallo. Und? Alles okay soweit, oder? Immer bestens bei uns. Immer bestens. Setz dich. Ich nehme den Stehplatz. Alles klar. Was habt ihr auf dem Herzen? Ist was passiert? Habt ihr jetzt auch mal einen Jakob gesehen, oder was? Ja, wir haben Jakob nicht gesehen.
Lebert nicht gesehen. Nee, der war nicht mehr da. Wie? Schon zu meinem Jungen gesagt, muss der Jakob sein, nicht da. Das ist das Problem. Ganz Lieber sieht den Jakob rumwandern und wir haben nur gesehen, dass er verschwunden ist. Ja, wie viele Leute kommen denn jetzt hier noch an? Die meinen, wir vermissen den, der kann nicht sein, oder? Ja, wer steht nachts den Jakobus und dann stellt er nachts wieder drauf, sodass er am nächsten Tag wieder auf dem Sockel steht. Also der muss ja hier ein bisschen verrückt sein. Dann gibt's aber nicht. Ja, aber ihr habt ja wirklich so gesehen, aber da der nicht drauf stand. Oder habt ihr den. Er war nicht da. Wir waren nicht voll besoffen, ne? Ich stand ja, ihr wart aber beim ja, ja, da kann man auch ein paar Bierchen trinken, aber nicht, dass schon die Leute zweimal sehen. Das gibt es auch die Jakob nicht. Ja, weißt du, welche Feeds die da ausschenken? Aber wir haben schon aus weiterer Entfernung gesehen, dass der fehlt. Wir haben die Preisler-Feeds ausgeschenkt, aber ihr habt da. Ich hab gedacht, so einen bitteren Nachgeschmack kann nur aus Weißer kommen. Moment mal. Also, ich hab's jetzt auf jeden Fall ins Protokoll aufgenommen und. Ja, aber wenn Ottmar das nächste sage ich, dann bekommt er echt die Krise, ne? Ja, aber. Wie sollen wir das denn jetzt bis zur Kirmes hinbekommen? Ja, das hat ja keinen Sinn. Was soll man hier? Ich meine, der einen sieht, der andere nicht, steht auf dem Sockel, steht nicht auf dem Sockel, dann ist doch, wir vermissen doch eigentlich nur eine Steinfigur. Das kann nicht sein. Die einen sehen den lebenden Jakob umwandeln und jetzt ist er nicht mehr da, dann ist er wieder da. Das kann nicht sein. Vorschlag vielleicht, einfach wenn er das nächste Mal draufsteht, eine Eisenkette um den Hals und verankern. Ja, schauen wir mal. Ja, das wäre wahrscheinlich das Sinnvollste. Ich glaube, wir müssen da wirklich, wie ich noch mal gesagt habe, müssen wir das Schutzpolizei anrufen. Die haben wohl mal diese kirchlichen Figuren gefunden in der Mosel, dass die nochmal anfangen und da nochmal weiter suchen. Weil ansonsten, weiß ich nicht, da könnte er besser nochmal bei einem Krames gehen, als vielleicht kennt er nochmal einen mehr, vielleicht ist er dann wieder da. Dann ist er wieder da. Ja. Und gleich doppelt, ne? Genau. Ne, da müssen wir mal gucken. Dann, aber das ist schon mal ein guter Hinweis, da müssen wir mal gucken, wie wir das machen jetzt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, da müssen wir. Müssen wir nochmal uns andere Hilfe holen, dann muss die Wasserschutzpolizei nochmal ran. Also das geht übrigens. Ja. Das ist nur die Frage. Also sollen wir uns mal melden, wenn wir was sehen oder wenn wir was nicht sehen. Immer melden, immer vorbeikommen und nächstes Mal bringt er den Fietz nochmal mit dann. Und eine Verköstigung. Genau. Ja. Nee, gell, das passt so. Also ich habe es aufgenommen, beziehungsweise mir haben wir aufgenommen und dann gucken mal, wenn euch noch was auffallen sollte, was wirklich sofort melden. Ne? Einfach vorbeikommen, damit ich mir dem Chef Meldung geben kann und dann kriegen wir das hin. Hallo Jakob von den Hospizien. Ich habe dich auf meiner Wanderung gerade gesehen und sofort Durst bekommen. Wenn du einen ausgibst, werde ich einen auf dich trinken. Da wollen wir mal sehen, was mein Namensvetter mir für einen guten Tropfen kredenzen lässt. Ein 2010er Trierer Augenscheiner. Prost, Herr Kellermeister. Super Tropfen. So, das hat sich ja rentiert, dass ich dich noch besucht habe. Ein edler Tropfen, den du mir da kredenzt hast. Prost, mein Freund. Ach, weißt du was? Hm. Der Gacken müsste eigentlich auch mal bald kommen. Stimmt, der hat mal geladen jetzt, ne? Ja. Ja, ja. Ach, wer sagt's denn? Ja, wenn man vom Teufel vom Gack steht, ne? Ja, die langen Finger. Mal wieder beim Kommissar. Ja, ja, richtig. Du Gack, setz dich auch klar, war klar. Setz dich doch. Ja, ja. Ja, Feuer. Jo. Ja. Wir sind mal hier im Büro. Hier. Nur ein bisschen Polizeibüro hier. Kannst du mal die Zigarre ausmachen? Ne? Ja, brauchst du selber. Ja, ist auch mein Büro. Kannst du den mal. Hast du ja. Worum geht denn diesmal? Ja, pass auf. Du bist doch hier Kollege Langfinger Antiquitätenhandel. Du kennst dich doch da aus. Ja, ihr sagt doch, ich wäre Langfinger, also. Ja, komm. Immer wieder selber, sorry. Hast du ja mit Sicherheit mitbekommen, dass der Jakob mit mir auf dem Sockel steht? Wenn ich mir Ding jetzt anhängen mit dem Jakob, ich hab damit nichts zu tun, also irgendwo. Ja, aber wenn dann da wo du, oder nicht? Ja. Da ist eine Steinfigur, die steht mitten auf dem Platz drauf, da kann jeden hingucken und als ob ich jetzt allein die Steinfigur da wegschleppen würde, das ist ja völlig irre. Da ja, was soll man, wen soll man denn sonst fragen? Da müsst ihr euer Köpfchen mal anstrengen, dann wünscht mal lieber der Antiquitätenfritz gehen an der Brücke ja. Und dir mal nachhören, ob dir nichts angeboten kommt. Also ich hab damit gar nichts zu tun, definitiv nicht. Muss man da hinfahren, ne? Ja,
Gehen wir einen Termin mal bei dem Fritze da und dann gucken wir da einmal. Warte, da kann ich mal gehen. Ja, komm. Jetzt mach das Ding dann mal aus. Das ist schrecklich. Komm, ich mach dir das Ding mal an und dann hast du Bier. Viel Glück beim Suchen, gell? Ja. Merci für den Tipp, ne? Ja, mach's gut. Tschö. Heiligen Jakob, der ist leider vom Sockel verschwunden. Ja, und wir müssen da halt vorsichtig reagieren jetzt. Ich bin beauftragt worden, den ganzen Fall aufzuklären und dachte mir, ich frage mal bei unserem Antiquitätenhändler des Vertrauens nach und frag mal einfach, ob es überhaupt Interesse bestehen würde, dass man sowas klaut oder ob ein heiliger Jakob bei Ihnen abgegeben wurde vielleicht in letzter Zeit. Ja, diese Skulpturen sind sehr gefragt. Ja. Also von daher könnte es schon sein, dass sehr viele Interessenten auch hier in der Gegend sind. Okay. Wir haben allerdings im Moment keine da. Okay. Ich weiß aber jemanden in Beaver namens Jakob Zimmer, der eine Skulptur des heiligen Jakobs hat. Ah. Vielleicht hören Sie da mal nach. Ja, das wäre vielleicht nicht verkehrt. Super Tipp. Mhm. Perfekt. Ich lasse Ihnen trotzdem noch mal ein Kärtchen da. Ja. Wenn was sein sollte, melden Sie sich gerne bei mir. Danke. Und dann werde ich mal schnurstracks zu meinem Zimmer. Ja. Alles klar. Besten Dank, Herr Koppmeier. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Ja, Miriam, Nils hier. Hallo, grüß dich. Du, ich war gerade beim Kottmeier gewesen, ne? Beim Antiquitätenhändler. Der hat gesagt, er kennt jemanden aus Beaver, der den Jakob vom Brunnen haben könnte. Ja, die Steinfigur natürlich, ja. Wir müssen da unbedingt hin, das ist ganz wichtig. Kannst du vorbeikommen? Ich stehe gerade hier auf der Kippe bei der Turnhalle. Das wäre mir sehr wichtig. Beeilst du dich? Ja, alles klar. Bis gleich. Tschö. Ja, nee, ich war ja bei dem Kottmeier gewesen und der hat sich das angeguckt und hat dann noch philosophiert, was das für ein Jakob wäre, ob der alte Jakob, der neue Jakob und so weiter. Und der hat halt gesagt, er hätte keinen, der ihm da verkaufen wollte oder irgendwas gefunden, da wäre nichts gewesen. Aber er hat halt diesen Jakob Zimmer erwähnt und der hätte wohl einen Jakob und das müssen wir mal gucken. Ich meine, ich habe keine Lust noch auf mehr Stress mit einem Skilaufer da. Ja. Das ist... So langsam müssen wir das mal klären. Also, ja, hoffentlich wird das was. Ja, da gehe ich von aus, dass das wird. Guten Abend, Herr Zimmer. Guten Abend. Wir sind doch der Herr Jakob Zimmer. Ja, bin ich. Ja, wir sind von der Kriminalpolizei. Katar ist mein Name, das ist mein Kollege Herr Teuber. Ja. Kommissariat Ehrenfalls-Biber. Ja. Und wir kommen wegen einer heiklen Angelegenheit. Ich würde sagen, wir gehen erstmal rein. Einen Moment, junge Frau. So schnell geht das nicht. Es kann ja jeder der Herde laufen, hier hinkommen und sagen, ich möchte gern rein. Wenn ich die dann reinlasse und die gehen dann heraus, dann fehlt entweder Geld oder Schmuck oder wieder Kovus ist geklaut. Und ich sehe auch keine Uniformen an ihnen. Aber bitte schön einen Ausweis. Ja, wir können uns ausweisen natürlich. Können sich ausweisen. Ja, meine Kollegin ist halt immer ein bisschen sehr voreilig. Ja, ich sehe, der Dienstausweis ist in Ordnung. Ja. Dann dürfen Sie reinkommen. Könnten wir drin über die Sache mal sprechen? Können wir darüber sprechen? Natürlich. Bitte schön. Besten Dank. Ja. Ja, Herr Zimmer, aber hier haben wir es doch schon. Hier haben wir es doch schon. Das ist der heilige Jakob. Das ist der Jakobus, richtig. Ich war beim Kottmeier gewesen, beim Antiquitätenhändler, und der hatte uns den Tipp gegeben, dass Sie einen haben. Jetzt. Wir wollen Ihnen natürlich nichts unterstellen, aber das könnte ja quasi schon der Jakobus sein, der uns fehlt. Ja, da muss ich Sie aufklären, das hier ist die Originalfigur von 1765, gehauen aus einem Udelfanger Sandstein und der ist schon lange in unserer Familientradition.
Und wenn Sie etwas Näheres erfahren wollen über den hier und über den, der auf dem Jakobsbrunnen steht, kann ich Ihnen das gerne erzählen. Ah, ja, das ist ja natürlich interessant. Ja. Können wir, haben Sie Zeit kurz dafür? Dann? Ja, gut, gehen wir rein. Ja, wie gesagt, Herr Zimmer, wir wollen Ihnen da wirklich nichts falsch unterstellen. Ich war halt, wie gesagt, bei dem Antiquitätenhändler und nun, wie gesagt, du hattest ja auch schon gesagt, da gab es wohl die einen oder anderen Gerüchte, ne? Ja, leider ja. Die Ihnen halt eben unterstellen, Sie hätten die Figur eventuell entwendet. Weil halt das Gerücht rumgeht, dass Sie eine Figur haben. Ja. Und da haben wir gedacht, ist es das Original, was von unserem Brunnen ist? Oder ist das ist richtig. Ich habe die Figur hier stehen, Sie haben sie eben gesehen. Und warum sollte ich mir denn noch einen zweiten vom Brunnen entwenden? Das wäre ja Unsinn. Und deswegen möchte ich Ihnen die Geschichte erzählen von Original, was hier steht, und von der Kopie, die auf dem Brunnen steht. Mein Opa, der hieß auch Jakob Zimmer, und der war Bäckermeister hier in Biber, genau wie mein Vater und mein Bruder auch, in der Biberstraße 90. Und im Dorf war er allgemein bekannt als Bäcker Jepp. Er hat übrigens 1899 rum die erste Bäckerei hier in Biber gegründet. Vorher gab es keine. Die Leute backten ihr Brot selbst. Neben manchen Häusern stand der sogenannte Backes. Aha. Da haben die ihr Brot gebacken. So, und dieser Bäcker Jepp, der bekam einen Sohn, seinen ersten Sohn, und den nannte er Jakob. Und als der kleine Jakob so ungefähr ein Jahr alt war, hat er sich heimlich von zu Hause weggeschlichen, ist über die Biberstraße getippelt an den Mühlenteich, in die Teichstraße an den Mühlenteich, der damals noch offener floss. Mhm. Denn man muss wissen, früher floss von der Birkelsmühle durch die Donaustraße der Mühlenteich offen, wo die Leute noch ihre Wäsche wuschen. Ah. Und in Höhe der Bäckerei Zimmer ging er unterirdisch unter der Straße durch und kam in der Teichstraße, deswegen heißt er nämlich so, kam er wieder raus, und das war eine ideale Spielecke für uns Kinder. Ich erinnere mich selbst als kleines Kind, dass wir da am Bach gespielt haben, Schiffchen haben fahren lassen, oder wenn es Sommer war, sind wir barfuß durch den Bach gewartet. Und dieser Mühlenteich, der floss also durch bis nach Falze. So, und dieser kleine Jakob, ein Jahr alt, unbeaufsichtigt, hat nicht aufgepasst und ist im Bach ertrunken. Mhm. So, und anlässlich dieser tragischen Geschichte sagte mein Opa, wenn im Jahr 1912-13 die neue Kirche in Biber gebaut wird, stifte ich einen Jakobusaltar. Mhm. Und er hat auch einen Seitenaltar gestiftet mit einer lebensgroßen Statue. Und dafür wollte er aber als Gegenleistung den Original-Jakobus aus der ersten Biber-Kapelle. Aha. Und die erste Biber-Kapelle, es war auch eine Jakobus-Kapelle, die stand da, wo heute das Feuerwehrgerätehaus steht. Mhm, ja. So. Und diese Figur, also dieses Original von 1765, stand jahrzehntelang vor der Bäckerei Zimmer. Das weiß heute, das wissen heute nur noch die alten Leute, da war vor der Bäckerei noch ein Vorgärtchen, da standen zwei schöne Mandelbäumchen drin, die im Frühjahr wunderbar geblüht haben, eine Bank, und auf einem Sockel aus Vulkanstein stand der Jakobus, jahrzehntelang. Jetzt kommt die Sache mit der Kopie. Okay. Das habe ich noch selbst erlebt. Da war ich ein Junge, so von 8-9 Jahren. Das war kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Da kam ein Bildhauer aus Trier zu uns in die Bäckerei, in den Hof, und stellte zwei Sockel auf. Auf einem Sockel den Jakobus, auf dem anderen einen unbehauenen Sandsteinklotz. Mhm. Und dann fing er an zu meißeln und zu hämmern. Und ich habe ihm als Schüler, natürlich nach der Schule, fasziniert zugeschaut, wie man immer mehr von der Figur erkennen konnte. Immer mehr kam daraus. Und nach einigen Wochen war er fertig und er hatte eine originalgetreue Kopie von unserem Jakobus hergestellt. Mhm. Und diese Kopie, die steht auf dem Brunnen. Und das ist der Jakobus, den Sie jetzt suchen. Na, dann mach's mal gut, Original. Ich suche da mal deinen Zwillingsbruder die Kopie. Hoffentlich finde ich den noch. Also jetzt immer herzlichen Dank nochmal. Ja, keine Ursache. Ja, Entschuldigung für die Forscherei dann einfach. Keine Ursache. Es war mir ein Vergnügen. Wiedersehen, Frau Kommissarin. Ja. Wiedersehen, Herr Kommissar. Danke sehr. Alles Gute. Weiterhin viel Spaß bei der Suche. Ja, danke schön. Ja, ciao. Also wie gesagt, ich werde mal gucken, was mich ganz interessiert hat, war die Nummer mit der Kirche da links da, dieser. Ja. Ja, Jakob, da bin ich mal gespannt. Ich will mal gucken, wenn ich Zeit habe, werde ich da auf jeden Fall mal hinfahren und mir die Sachen mal genauer anschauen in der Kirche. Da muss ich mal gucken. Thank you.
Du könntest mir mit Sicherheit sagen, was mit dem heiligen Jakobus los ist. Also, der hat, es ist kein Scherz, der hat so... Nils, ich glaube, du hast einfach schlecht geträumt. Ich glaube, du brauchst mal Kaffee und wieder... Nee, wirklich, der hat zu mir gesagt, der heilige Jakob vom Brunnen, wer da weg vom Sockel, weil er mit seinem Herrn, dem Jesus, gesprochen hat und der hätte ihm Urlaub gegeben und deswegen darf er vom Sockel. Urlaub, ne? Ich glaube, wir fahren jetzt mal ins Büro, du brauchst mal Kaffee, jetzt komm mal wieder runter, das ist schrecklich. Aber das war nur ein Traum. Ja. Komm. Warum beschäftigt sich diese Geschichte so? Das war vor 20 Jahren. Du bist wütend. Also. Ja, aber vor 20 Jahren, das macht ja noch ein Märchen sein. Aber das hier ist kein Märchen. Du musst diesen Fall lösen. Das geht nicht anders. Du kannst deine ganze Energie da reinstecken. Ja, aber das war ein super wichtiger Hinweis. Ich muss dem nachgehen und ich krieg das raus. Gott steht dabei. Wohl aus dem Felsenfeld, die Nacht zum Tale rauschen, so frisch und wunderhell. Ich weiß nicht, wie mir wurde, nicht wer mir den Rat mir gab. Ich musste auf den Mutter mit meinem Verdammten Strahl. Ja, hallo, Nils Teuber hier von der Polizeipräsidentin Biber. Ich grüße Sie. Jörg Kirch ist am Apparat, ja? Ja, okay, super. Folgendes, der Schutzpatron von Biber, der heilige Jakobus, ist ja sicherlich ein Begriff, die Steinfigur auf dem Sockel. Hört sich jetzt komisch an, aber die Steinfigur ist vom Sockel runter. Und wir wissen nicht, was Sache ist. Ja, wir haben hier super viele Zeugen, die kommen hier rein, die einen sagen, wir haben durch Trierwandel sehen, die anderen sagen, der wird immer auf dem Sockel stehen, dann steht er doch auf dem Sockel, da sind wir
komplett durch den Wind hier und wir wissen nicht, was wir machen sollen. Und ich bin für die Ermittlungen zuständig mit meiner Kollegin und es wäre super, wenn ihr von der Wasserschutzpolizei da nochmal nachschauen könntet und da eventuell mal an Biber Ufer fahren könntet und dann mal gucken könntet, ob da irgendwas findet. Ja, also da sind wir echt auf eure Unterstützung angewiesen und klappt das. Ja, das ist doch super. Das ist doch super. Wann schafft er das denn? Freitagmittag. Ja. Ja gut, schaffst du auf Freitagmittag ist es. Freitagmittag. Nee, ist doch super. Perfekt. Alles klar. Gebt er mir einfach eine Rückmeldung, wie gelaufen ist, wenn er alles klar. Nee, machen wir so. Von Schweichhaben angerufen. Wir fahren mal runter ans Biberer Ufer, da ist die Statue verschwunden. Der Jakobus ist weg. Ja, machen wir. Hallo? Was bist du für einer? Ja, ich bin einer aus einer anderen Zeit. Man nennt mich Jakob. Und ich habe etwas Urlaub, von meinem Sockel herunterzusteigen und ein bisschen die Gegend unsicher zu machen. Wo kommt ihr her? Wir kommen aus Tirol. Das hört man. Ja. Aus St. Johann. Aus St. Johann. Ihr kennt den heiligen Jakobus? Ja, ist das was mit dem Jakobsweg zu tun hat? Ja, genau. Wir sind jetzt auf dem Weg in die andere Richtung. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ebenso, schön, ja. Sie kennengelernt zu haben. Danke. Eine geniale Erfindung der neueren Zeit. Habe ich mir in Trier machen lassen. Wenn ich jetzt vom Sockel runterschaue, erkenne ich wenigstens die Leute, wenn sie an mir vorbeigehen. Ja, alles klar. Das machen wir.
gut, ja. Bis dann. Polizei, Pfalz, Leon Bieber, Mietzäuber, hallo. Ach, hallo, ja, grüßt euch. Die Wasserschutzpolizei, ja. Wie war der Einsatz? Gut, ja. Was heißt gut? Habt ihr gefunden? Nix. Ist auch nichts. Seid ihr komplett alles abgefahren, ja. Na gut. Naja, trotzdem danke, da müssen wir halt weiter gucken. Schickt da noch einen Bericht irgendwie zu oder was, dass wir was Schriftliches haben? Ja, super. Alles klar, danke. Tschö. Oh, nichts. Oh. Okay. Ja, das ist so. Also ich bin am Verzweifeln. Ja, also am Antiquitätenfritz war da nichts da an der Brücke und jetzt Wasserschutzpolizei auch nicht. Also ich weiß es nicht, was noch weiter machen soll. Also, keine Ahnung, vielleicht noch mit der Feuerwehr oder was, ob wir hier nochmal die Wälder absuchen gehen. Aber ansonsten fällt mir nichts mehr ein. Guten Abend. Guten Abend. Da hat sich wohl ein Jakobuspilger zu uns verirrt. Ich bin kein Pilger, ich bin der Jakobus selbst, der vom Brunnen. Du bist der Jakobus vom Brunnen? Ja. Das gibt's doch nicht. Da sucht die ganze Gemeinde Biber seit Tagen ihren Heiligen und jetzt steht er hier vor mir in unserer Apotheke. Tja. Was kann ich denn für dich tun? Ach ja, ich bin in den letzten Tagen ziemlich viel durch die Gegend gewandert. Und nun tun mir von der langen Wanderung, weil ich das nicht mehr so gewöhnt bin, alle steinernen Knochen weh. Und da dachte ich mir, geh's mal in die Apotheke. Vielleicht haben die irgendein Mittelchen gegen deine Gliederschmerzen. Aber selbstverständlich. Ich habe da einen guten Trunk, der wird dich ganz schnell wieder auf deinen Sockel zurückbringen. Moment, ich habe da eine Flasche dabei. Super. Stell den mal hier. Dann werde ich dir da noch eine kräftige Schlucke von abfüllen. Moment. Vielen herzlichen Dank und vergelt's Gott. Gerne schön. Mach's gut, Jakob. Ich bin da auf dem Beutel abgebildet. Das ist wohl ein Fanshop von mir. Man kann ja eigentlich auch die Tür aufmachen, oder? Okay.
So ein Mist! Kann nicht in die Höhle gegangen sein. Na, ihr Freunde der Nacht. Ihr Nachtbeinige. Irgendwo werde ich ihn schon noch finden. Ja? Ja, Nils hier. Hi Miriam. Du, weißt du, wo ich bin? Ich bin in der Rotmarshöhle. Ich bin mir 100% sicher, dass ich den Jakob gesehen habe. Ja, ja. Ich bin hier hochgerannt. Ich habe noch ein paar Bürger gesehen, die sind hier, Spaziergänger sind hier langgelaufen. Und ja, und dann bin ich ab den Berg hoch und ich bin mir 100% sicher, dass er das war. Bin in die Höhle rein, durchgelaufen, ja, war nicht mehr da. Ich habe keine Ahnung. Ich werde jetzt nochmal weiterlaufen. Ja, ich weiß es nicht. Ich guck noch mal weiter. Ich halte dich auf dem Laufenden, ne? Alles klar. Bis dann. Tschö. Jakobus ist von seinem Sockel verschwunden. Wir wissen nicht, wo er ist. Wir müssen ihn unbedingt heute Abend finden. Die Polizei ist schon unterwegs. Die war schon Suche gewesen und die brauchen uns zur Unterstützung. Also wir gehen jetzt hier truppweise vor. Immer zwei Mann, geht ein bisschen noch abseits vom Weg und guckt auch ein bisschen in die Gebüschen, ob er irgendwo vielleicht eine Spur findet. Wäre natürlich super, wenn man heute Abend direkt finden würde. Aber achtet auf alles, was irgendwie wichtig sein könnte. Und sobald ihr irgendwas habt, direkt Rückmeldung an mich, und damit wir da weitere Schritte einleiten können.
Okay, sonst noch Fragen? Dann zum Angriff fertig. Auf geht's zur Suche. Römer ist jetzt ab. Jakob! Jakob! Habe ich mich jetzt erschrocken. Ja, ich mich aber auch ein wenig. Ist das der, bist du der heilige Jakob, der eigentlich auf dem, als Stein... Mein lieber Kommissar Täuber, ich bin der Jakob. Täuber, ja, meinen Namen kennst du natürlich auch noch. Ich muss dich verhaften. Verhaften? Was gibt's denn da einen Grund, für mich zu verhaften? Ja, Entschuldigung, du stehst seit Tagen nicht auf dem Sockel, ganz Biber sucht nach dir. Ich muss dich verhaften. Was glaubst du gar nicht, was ich für einen Hundel wegen dir habe? Hutel? Ich stehe 24 Stunden am Tag auf meinem Sockel. Ich stelle mich auf das linke Bein. Ich stelle mich auf das rechte Bein. Kein Mensch bekommt das mit. Ich nehme den Stab von der linken Hand in die rechte Hand. Kein Mensch bekommt das mit. Neulich stand ich einen ganzen Tag mit dem Rücken zur Straße. Kein Mensch bekommt das mit. Und da willst du Hutel bekommen? Nur weil ich mal ein paar Tage nicht auf meinem Sockel bin. Ja, ich muss dir das erzählen. Lass uns setzen. Natürlich habe ich Hunde. Das will ich dir doch sagen. Du glaubst gar nicht, was hier los ist. Die Wasserschutzpolizei, die ist die Mosel rauf und runter. Die Schutzpolizei sucht ganz Trier ab und Biber. Du scheinst irgendwo in der Innenstadt rumgelaufen zu sein auch noch. Ja, und die Feuerwehr ist hier irgendwo im Wald unterwegs und sucht dich genauso. Und das ist doch logisch. Ich muss dich verhaften, du musst auf deinen Sockel zurück. Ja, aber verhaften? Wie willst du mich denn verhaften? Ich kann durch Wände gehen. Ich kann dir erscheinen. Ich kann mich wieder unsichtbar machen. Wie willst du mich da verhaften? Ja, aber ich muss doch irgendwas unternehmen. Der Ordner hat zu mir gesagt, das wäre ein richtig wichtiger Fall. Und ich muss doch irgendwas unternehmen. Du musst auf deinen Sockel zurück. Was soll ich denn da machen? Gut, mein lieber Kommissar Täuber, ich erzähl dir jetzt mal was. Mein Chef, der Jesus, hat mir für ein paar Tage Urlaub gegeben. Und nur er ist weisungsbefugt. Ich verspreche dir eins, es ist ja bald Biberer Kirmes. Und an Biberer Kirmes werde ich wieder da oben stehen. Und ich werde mich segnen lassen von unserem Pastor und werde der Prozession nachschauen, die sie begleitet von Kirchenchor und vom Musikverein Richtung Kirche zieht. Ich bin an dem Tag wieder auf meiner Seite. Kann ich das dem Biberern sagen? Kann ich den... das erzählen? Kann ich da alles erzählen, was wir ja, besprochen oder ist? Erzähl den Biberer jetzt nicht zu viel. Geh einfach zu ihnen hin und sag, so wahr ich Kommissar Täuber heiße, einen Tag vor Kirmes ist der Jakob wieder auf seinem Sockel. Ja, das wäre doch perfekt. Gut, dann machen wir das so. Klasse. Können wir noch ein bisschen, oder ich würde dich gerne noch ein paar Sachen fragen. Wenn du ja, schon mal... ich habe schon da meine Verfolger kommen hören. Ich habe also eigentlich überhaupt keine Zeit mehr. Ich muss zurück. Nimm das mal so mit. Ja gut, Jakob, dann... Oh, was hast du denn da für ein Dingsbums? Dingsbums ist gut. Das ist meine Dienstwaffe, 9mm Parabellum. Das ist eine Waffe? Wie benutzt man die dann? Wirft man damit? Nein, hier ist ein Abzug mit dem Finger, den zieht man und da kommen Geschosse raus. Das ist ziemlich gefährlich. Also das ist nicht nur so eine kleine Wurfgewehr. Zeig mal dir das. Hallo, Jack, das ist wirklich gefährlich. Das ist. Ich hab doch schon mit Speer und Messer gefochten. Ja, aber das ist.
Donnerwälder! Mit dieser Waffe werdet ihr aber noch einen Haufen Ärger bekommen. Ah. Ja, da habe ich aber gar nicht gewollt. Ja, leg die scheiß Knarre weg, Mann! Ja, ist ja gut, ich pack die ja gar nicht mehr an. Ja, jetzt komm mal her, lass mich mal gucken. Ne, nix, du hast schon so viel Scheiß gemacht, was sollst du jetzt da machen? Einmal, wenn ich überhaupt etwas kann, dann ist das durch Wände gehen und eine vernünftige Wundversorgung. Ja. Komm, lass mich dir einfach mal da die Hand auflegen. Ja, dann... Ja, ich hab dir ja gesagt, auf Wundversorgung verstehe ich mich. Ja, aber wo ist die... Das... Ich hab dir das Geschoss wieder entfernt. Ja, wo ist die Patrone denn hin? Ja, die hab ich hier. Ja, aber... So. Ich muss aber jetzt wirklich los. Wenn ich nur hochgucke, das Wetter scheint sich zu ändern. Der Petrus wird mir ja wohl nicht noch meinen Namenstag verhageln. Mach's gut, wir sehen sich. Tschüss, Herr Thomas. Hey Nils! Ach, was ist passiert? Ja, ich hab. Ich hab einen Schuss gehört. Ja, ich hab bis hierhin gerade die Spur des heiligen Jakob verfolgt. Du meinst der Diebe? Nee, nicht Diebe, sondern wirklich den heiligen Jakob vom Brunnen. Der sah aus wie unser heiliger Jakob vom Brunnen mit einem Stab in der Hand, mit dem Hut auf, mit dem Umhang. Es war der heilige Jakob und ich hab hier mit ihm diskutiert bis gerade. Aha, das ist interessant. Ja, das Gute ist, er hat mir gesagt, er steht definitiv bis zur Reliquienfeier und bis zur Kirmes wieder auf seinem Sockel und wir haben Ruhe. Also, das ist definitiv eine positive Nachricht. Das passt ungefähr mit den Äußerungen von meinen Kollegen. Da sagten auch ein paar Leute, die hätten in Trier in der Stadt einen gesehen, der aussieht wie Jakobus verkleidet, ja, mit Mantel und allem drum und dran. Okay, ja, und jetzt? Ja, eigentlich ist das Thema jetzt ja gegessen. Wir müssen halt gucken, dass wir es für uns behalten. Ich meine, ja, er hat gesagt, ich soll keinem was erzählen, also von daher halt im Vertrauen, aber... Okay, die Geschichte glaubt uns eh keiner. Wahrscheinlich wirklich nicht, nee. Aber eigentlich ist das Thema gegessen. Kannst du mich noch mitnehmen zur Wache, oder? Ja, sicher. Ja? Wir haben noch Platz auf dem Auto. Ja, super. Kein Thema. Gut. Okay, komm, mach uns auf den Heimweg. Super. Ja? Komm mal, grüß dich. Ah, Nils, ja. Was gibt es? Alles geklärt. Oh, super. Jakob ist wieder auf dem Sockel drauf. Klasse. Alles pünktlich zur rechten Zeit und ja, wir können froh sein, ist alles geklärt. Aha. Und cool. Ja. Ja, weißt du was? Schalt zwei Sätze dazu, mal Bericht dazu. Ja. Und dann. Ist der Fall gegessen. Können wir die Akte schließen. Alles klar. Ah ja, gut. Schöne Feierabend, ne? Danke auch, Mann. Jo, okay, tschüss. Tschö. Alles klar. Ja, soweit, aber später spielt er nicht Billy mehr, ne? Tja, kann nicht alles haben, ne? Nee, aber solange Jakob auf dem Sockel steht, ist ja alles gut. Der steht da bei Wind und Wetter, der muss ja keine Regenjacke anziehen, gell? Aber hallo, hat zum Glück noch geklappt, hä? Ja. Ja, glücklicherweise, aber mal abwarten. Solange zur Kirmes nicht so regnet, ist ja okay. Hoffentlich bleibt er jetzt auch da oben. Ja. Nicht, dass wir nochmal suchen gehen müssen. Ja, im Wald muss ich nie nochmal. Können wir ja froh sein, dass
unser Jakob wieder auf dem Sockel steht, gell? Ja, das ist nur daran. Also. Ja. Ich hätte schon Bedenken gehabt. Die Zeitung habe ich gelesen. Ja, ja, richtig. Nee, wir haben lange gesucht, aber ja. Anscheinend, wie gewollt, zu Kirmes. Und zur Lieblingsfeier ist er wieder auf seinem Platz. Dann wollen wir. Ja, ja. Genau. Wieder da, haben wir gerade noch eben gesagt. Heiliger Jakobus, Apostel Jesu, Fischer am See, vom Herrn berufen, Fischer der Menschen zu sein. Weggefährten Jesu, dessen Weg auch deiner wurde, erbarme dich unser. Amen. Herr unser Gott, du bist das Ziel und die Erfüllung all unserer Wege. Deshalb bitten wir dich um deinen Segen für uns und unsere Gemeinde durch Christus, unseren Herrn. Amen.